Den hier, den kennt ihr wahrscheinlich schon. Aber kennt ihr auch das hier? So macht der AfD-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende auf seinen Social-Media-Kanälen Stimmung gegen Flüchtlinge. Und das ist nicht das einzige KI-Bild, das auf Kleinwächters Facebook-Seite zu finden ist. Ein grässlich entstellter Lauterbach, Habeck als, was ist das eigentlich? Und die EU als Monster, das uns den Verbrenner wegnehmen möchte. Würdet ihr dieses Bild für echt halten? Schreibt es mal in die Kommentare. Auf Kleinwächters Facebook-Seite jedenfalls sieht man, dass es durchaus Leute gibt, die das glauben. Angeblich benutzt Kleinwächter KI-Bilder, um keine Bild- oder Persönlichkeitsrechte zu verletzen oder Steuergelder zu verschwenden. Sicher aber nicht, weil man damit die Motive so schön zum eigenen Weltbild gestalten kann. Der Punkt ist, mit künstlicher Intelligenz braucht man keine grafischen Kenntnisse mehr. Jeder, der einen Satz bilden kann, kann diese Tools bedienen. Was uns zur letzten Frage bringt, was zur Hölle haben meine Kollegen eingegeben, um ein Bild von mir in das hier zu verwandeln?